So, weiter geht's. Also anscheinend müssen wir doch die eine Tür zuerst aufmachen. Denke ich mal, weil der eine... Der Zugang war irgendwie so mit einer unsichtbaren Wand verschlossen, was eigentlich eh komplett schwachsinnig ist, aber okay. Ach, der Free Roam, hey ho, let's go, Superpower. Aber nix. Absolut nervig. Normalerweise schaue ich mir gern die ganzen Nebenaufgaben an. Aber diesmal nicht. Ich kann das dann aber aufmachen. Okay, das heißt, ich kann das Tor noch nicht öffnen. Aber wie komme ich da hin? Es gibt ja keine andere Möglichkeit, da hinzukommen. Hauptcharakter. Elite-Gegner. Weil er zeigt mir an, öffne das Tor. Aber ich kann das Tor nicht öffnen, weil eben... Das ist so blöd, Alter. Dann probiere ich es jetzt doch. Oder kann man. Nee, von hier hinten kann man auch nicht gehen. Wachturm. Machen wir den mal. Bin gespannt, ob ich den hinkriege. Normalerweise, wenn man den Wachturm auflöst, dann wird die Gegend auch ein bisschen ruhiger, glaube ich. Und dann probieren wir einfach gleich mal direkt da hinten durchzukommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den schon gemacht habe, das ist die Frage. Der sieht mir leichter zugänglich aus. Der Weg ist frei. Sollen wir jetzt gehen? Was tust du hier? Wir haben Spätdienst und melden Bewegungen des Ge... Das heißt, wir überleben... Okay. Ihr würdet euren... Wir wurden ausge... Wir können jedes... Ja, ihr seid... Nun, wir würden wirklich gerne... Du solltest... Wo kann ich... Im Lager. Okay. Ich muss gehen. Ja, ich schau mir zuerst mal den Wachturm an und dann... Das ist ein Amboss, oder? Gibt es halt gute Dinge, was man vielleicht einsetzen könnte, aber... Bin mir nicht sicher, Alter, was eigentlich für ein Stil mehr zu mir passen würde. Oder was eigentlich mehr bringt. Man kann da jetzt herumexperimentieren. Ich bin halt eher der Typ, der was gerne drauf hat. Da, Wachturm. Vorsicht! Der Nebel des Turms verbirgt den Krebsand. Gerne herkommen, Alter. Wer mir gibt, Alter. Einfach so erledigen. Ich glaube eher nicht. Das sind halt wirklich schlimme Gegner, Alter. Aber
vergessen, ob mir der Treibsand Leben saugt oder. Oder mich einfach nur verlangsamt. Aha. Na, geil. Sie hier durch Jump and Runnen, Alter. Da wäre wir boxen. Er trägt das Herz des Wachtels. Wenn wir ihn erledigen, ja, da. So, nochmal. Bevor der Attacke aussieht, war ich in die Fresse kaputt. Problem ist, dass ich einfach nichts erkennen kann. Damit sollte die Gegend auch wieder ein bisschen überschaubarer werden. Und die Tiere kehren dann auch wieder zurück. Und da ist ein Händler gleich in der Nähe. Blüte. Irgendwo da war so ein Baumstamm. Da vorne ist er, glaube ich. Hm.
darüber. Hey, hey. Also in zwei Kisten gleich mal. Weiter. Da ist der Händler. Dem verkaufen wir jetzt gleich ein bisschen was. Und so, sieh dir nur. Es gibt bei den Reichen eine große Nachfrage. Du brauchst das nicht mehr? Gut, ich würde dafür sogar mehr bezahlen. Kannst du alles haben, was ich hier jetzt mittlerweile gefunden habe. Das kaufe ich gern. Ah, danach habe ich schon gesucht. Ah, okay. Das kaufe ich gern. So, was ist das Amulett? Das würde ich selbst kaufen. Alter, was ist das? Das würde ich selbst kaufen. Ah, was für eine gute Wahl. Vielen Dank. Es war wie immer eine Freude. Das würde ich selbst kaufen. Ah, okay. Alter. Vielen Dank. Es war wie immer eine Freude. Das würde ich selbst kaufen. Vielen Dank. Da kann ich ja alles von ihm kaufen, Alter. Aber für das bräuchte ich dann, glaube ich, eine Schmiede wieder. Was ist denn das hier, Alter? Ah, okay. So, jetzt habe ich den Wachturm gemacht. Jetzt müsste ich halt hinten schauen, ob ich da vorbeikomme. Also im Prinzip, dass ich durch das da zu dem da hinten komme. Und anders glaube ich nicht, dass es funktioniert. Was ist das Mistvieh, Alter? Alter, okay. Das war die Kiste, oder was? Ja. Ich meine, dass da was Gutes drin ist. Nix, Alter. Er ist jetzt ziemlich geschützt. Aber gehen wir mal darüber. Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist. Also ich will wirklich darüber kommen, aber... Vielleicht muss ich zuerst gegen die Großen kämpfen, damit ich dann den Kleinen erledigen kann. Also, dass das andere Ding da erledigen kann. Stufe 8, Alter. Mord. Du bist noch hier? Na, das ist vorbei. Du wirst mich nicht aufhalten können. Telos hat mich auserwählt. Ach, okay. Telos Barriere schirmt mich immer noch. Da oben, die Quelle von Telos Schutz. Okay, hier haben wir die Schnauze. Okay.
Passiert. Oh, das ist die Energiequelle? Okay. Oh. Ja, was soll ich machen, wenn der da unten ist? Super. Okay, wenn er das macht, dann mache ich das so. Na gut, dass die einen... Elite-Phantom ist da jetzt noch? Ja, kannst mehr, oder? Es gibt da keinen mehr. Es ist doch... Das ist auch ein Witz, Mann. Teles hat aber ja schon dich von Morat verzahlt, also verschwinden wir beide einige Türen. Riesigen Sohn und so weiter. Finde einen Weg, um es zu öffnen. Öffne das Tor. So, Quest: Öffne das Tor. Kompliziert, Alter, wirklich. Das heißt, ich muss durch das Tor durch, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das aufmache.
Okay. Dass ich rede nochmal mit der Ding, mit der Dame da und dann schau, was sie sagt. Weil ich dachte, er muss eine Energiequelle zerstören. Na, vielleicht habe ich auch einfach dumm gehandelt, kann auch sein. Eine Quelle im Sumpf, Alter. Gibt es Fortschritte? Hast du herausgefunden, wie man das Tor öffnen kann? Da sind diese seltsamen Konstrukte auf den Sockeln neben mir. Sie scheinen mit dem Tor in Resonanz zu stehen. Aber nur für kurze Zeit, sobald sie ab... Ah, Mann, ist das dumm, Alter. Wer hat diese Dinger erschaffen? Ah, halt, lass das! Und ich dachte, es ist irgendwas Kompliziertes, ne? Also ich dachte, es wäre eine Nebenaufgabe, aber es ist, man wird aufgezwungen, dass man diese Aufgabe macht, weil sonst kommt meine Story nicht weiter. So kann man sinnlosen Aufgaben, also Nebenaufgaben auch einen Sinn geben, indem man sie erzwingt. Es muss halt auch schnell sein, dass du da hinkommst. Und zum nächsten Turm. Ich könnte schwören, dass ich das vielleicht sogar mal gemacht habe. Also schon gemacht habe. Wer hätte ich das gedacht? Okay. Fast fertig. Was hast du gesagt? Du hast deine Chance verpasst. Komm schon, stell dich nicht so an. Was? Was erwartest du denn? Ich will einfach nicht, dass du fällst. Na ja, ganz ehrlich, der Telos hat eh die bessere Stimme, als wenn... Wenn Nial der Böse wäre, das würde ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Müsste auf jeden Fall viel weiterkommen, ey. Na, schau jetzt. Gut. Wir können die Quelle erreichen, aber Vorsicht. Ich weiß nicht, was dort auf uns wartet. Okay. Willkommen im Sumpfdorf.